Herzlich willkommen zur Kulturfahrschule. Heute Abend ein Doppelkonzert, unter anderem mit der Band Banana Republic. Ich durfte sie live schon erleben bei der Atopia im Sommer, beim, was war's, wo war's? In der Flussmeisterei, genau. Und die haben ziemlich ordentlich gerockt. Und die Jungs dürfen jetzt selber mal ein bisschen über sich erzählen. Es gibt bestimmt eine CD von euch, es gibt bestimmt den einen oder anderen Auftritt von euch. Was erwartet uns denn heute Abend und so weiter? Seit wann gibt es euch? Ihr dürft einfach mal selber in die Runde. Alex. Ja, ich bin der Alex von Banana Republic, spiele Gitarre. Und es gibt es jetzt ursprünglich, glaube ich, seit 17 Jahren. Was? So lange nicht. 17 Jahren. 94. In der Besetzung jetzt gibt es uns circa eineinhalb Jahre. Mitte Eineinhalb Jahren. Wir machen Rockmusik, querbeet, alles. Kennst du? Ja, hallo, ich bin der Markus, ich bin der Sänger und Rhythmusgitarrist. Ja, so wie der Alex gesagt hat, wir machen gute Rockmusik, geht gut aus abfahrtzeitige Zahlen, also. Ich denke auch, wo man das Tanzbein schwingen kann und richtig ein abmuschen kann auch. Ja, so. Ja, wie gesagt, wir sind alle richtige, man kann sagen, schon Vollblutmusiker, wo sagen können, also die Musik bedeutet uns schon ziemlich was. Ja. Aber wir sind nicht gut. Aber gut sind wir nicht, aber eben Laut. mit Leidenschaft dabei. Ja, was soll ich Ja. sagen? Ich bin bloß der Bass-Depp. Hier ist der Bandkönig auf dem Stuhl. Was? Hebe das Ja, Mikrofon das falsch? Mikrofon Okay. ist laut. Du hast noch nicht Erfahrung mit den Medien, so wie wir. Genau, ich bin das Bandkind sozusagen. Das Bandküken, weil ich der Jüngste in der Band bin. Also nicht biologisch, sondern das jüngste Bandmitglied. Ja, hallo, ich bin der Christian, ich spiele Schlagzeug und ich würde auch gerne singen, aber ich darf nicht. Ja, das gehört wahrscheinlich auch noch dazu. Auf alle Fälle freuen wir uns aber, dass es heute Abend hier klappt. Zufälligerweise haben wir ja noch ein paar Jahre Zivildienst, auch vor ein paar Jahren, vor über 20 Jahren Zivildienst gemacht hier in der Nähe. Ich weiß nicht, ob es damals die Kulturfahrschule schon gab. Aber ich war überrascht, dass man hier in diese Hofeinfahrt reinfahren kann und dass dahinter dann doch noch was ist, außer braches Land. Ja, schön, euch mal auch hier präsentieren zu dürfen, zu können, zu sehen. Also ich bin mal wieder Herzblut, wenn ich heute Abend wieder das Tanzbein schwingen darf. Wahrscheinlich nur vorne an der Kasse, aber ich mache das auch gerne. Nee, nee, ich sitze an der Kasse. Tiller in the Tide als Vorgruppe. Was erwartet uns denn da rein? Nein, was? Moment. True, Entschuldigung, rausschneiden. Cut. A True Romance, was erwartet uns denn da? Die Jungs, sind die da? Ja? Okay, also separat nochmal, okay. Also Till and the Tide, was erwartet uns da? Nochmal, True Romance, was erwartet uns da? Du, weil du hast mit den Kontakt gehabt. Ruck? Alternative. Das Mikro weiter weg. Ach so, So. oh Gott. Halt. Ich kann hier auch flüstern, ich kann das Mikro so hier. Ja, also im Prinzip Alternative Rock. Geiler Sänger, geile Band. Mit denen haben wir letzte Wochenende schon zusammengespielt. Sind richtig gut. Wobei die suchen gerade einen Bassisthammer. Nee, die haben doch jetzt einen. So, okay. Das meint Also ihr ein so Stimmt. Spieler oder Ja, was? nein, nein, ich wollte nicht, aber was aber interessiert, nimm mir nie wieder das Mikro weg. Was noch ganz interessant ist, also wir haben mit der Vorgruppe oder Vorgängergruppe von denen, Embers Fire, haben wir auch schon mal gespielt. Das ist aber mittlerweile 10 Jahre auch her. Und das haben wir letzte Woche, als wir gemeinsam gespielt haben in Bad Buchau in der Nähe von Biberach, haben wir das festgestellt. Also die haben uns erkannt, wir sie nicht. Aber ja, insofern waren die aber sehr lustig drauf und haben dem Gewitter, das am Ende niederging, ganz schön getrotzt.
Also jahrelange Connections habt ihr ja insgesamt schon untereinander, aber auch mit anderen Bands. Habt ihr denn auch eine CD? Wir haben CDs, allerdings noch keine aktuelle. Auf der also, genau. Ja, lauter CDs, auf denen ich nicht drauf bin. Also aktuell sind wir aber gerade noch was am Aufnehmen. Das sind 3-4 Tracks. Und ich denke mal, daraus werden wir noch schon eine machen dann, ja. Wo muss ich suchen, wenn ich euch im Internet finden möchte? Unter www.bananarepublicans.de. Du hast schon gesucht, mal Nein. Okay, noch? Ja? Bevor ich hier wieder von denen geschlagen war, ein bisschen so war oder bin ich für die Internetseite verantwortlich und da haben wir jetzt diese Woche gewisse kleinere Fortschritte gemacht, sodass man dann vielleicht am Wochenende oder so mal nachgucken könnte, ob sich da was, zumindest was Kleines getan hat. Ja. Und so, was erwartet ihr euch von heute Abend von der Kulturfahrschule und natürlich das, was der erste Eindruck ist? Ihr seid teilweise zum ersten Mal da. Ich habe dich schon gesehen, Markus und Reinhard schon öfter. Du warst auch, glaube ich, mal kurz da. Aber Christian, du warst noch nicht wirklich hier, gell? Was ist dein erster Eindruck von der Kulturfahrschule und was denkst du, wo könnte das hinführen? Ich bin überrascht, dass es das überhaupt gibt, auch in der Größe. Ist ja ein bisschen verwinkelt gelegen und ich bin auf alle Fälle sehr gespannt, weil es eigentlich auch so das erste Konzert ist, was wir jetzt spielen, wo wir wirklich relativ viel Werbung gemacht haben, also mit größeren Plakaten, oder bisher waren die Plakate irgendwie DIN A6 würde ich mal sagen. Und jetzt, bisher haben wir ja nur Flyer irgendwie ausgelegt gehabt. Jetzt haben wir zum ersten Mal, also DIN A3 Plakate hängen. DIN A2. Das tut mir leid. Also die sind riesig. Ja, also vielleicht seht ihr gerade eins im Hintergrund. Wenn der Martin das neu schneidet. Das kann er bestimmt. Und ich bin gespannt, inwieweit Ulm da mitzieht. Aber auf alle Fälle freue ich mich riesig, dass wir heute Abend da spielen können. Und ich denke, es wird bestimmt ein ziemlich spannender Abend. Will einer von euch noch? Wir begrüßen uns bei dem Volk. Ja, ich finde es großartig, dass wir da unten in dem Raum spielen können und nicht in dem Alter, wo am Anfang die Konzerte waren, oben. Das ist echt klasse da unten. Ja, ich freue mich auch tierisch auf heute Abend, also auch auf unsere Partnerband und dann wir wollen wahrscheinlich uns abwechseln, so wie wir ausgemacht haben, halbe Stunde wir, dann wieder halbe Stunde True Romance, sodass es fürs Publikum ein bisschen interessanter wird und ja, mal schauen, ich freue mich. Ja, ich freue mich natürlich auch, heute Abend hier zu spielen und hoffe, dass ein paar Leute mehr kommen, wie sonst immer zu unseren Auftritten. True Romance. Ja, schon. Da ist ja keiner mehr in uns kommen. Okay, die Herren werden nachher einheizen. True Romance zuvor. Und ich danke schon mal im Vorfeld. Und viel Spaß heute Abend auch euch. Bis bald.